Hallo und willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal, meine Lieben. Ich habe einen kleinen Haul für euch. Ja, ich habe bestellt bei Shein, aber keine Klamotten, sondern Paletten. Heißt eigentlich dann bei SheGlam. Bei Amazon habe ich mir auch eine Palette bestellt, das ist schon länger her, die kam jetzt. Und dann habe ich mir beim Pelletier Verlag, etwas bestellt. Ein ganz besonderes Buch, was ich finde, zeige ich euch gleich. Und zeige ich euch jetzt. Da fangen wir jetzt einfach mal mit an. Und ich habe mir das Buch von der lieben Claudi bestellt. Von der lieben Claudi, von Claudis Welt, Sammy endlich angekommen. Bei mir ist Sammy endlich angekommen. Ich freue mich, das Buch zu lesen. Ich weiß nicht, ob wenn das Video kommt, ob ich schon angefangen habe. Kann natürlich sein. Und ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht. Danke, dass du in mein Leben gekommen bist. Ne? Und da haben wir hier Claudi mit Sammy. Und Sammy ist ein Hund aus Bosnien, der über die Tierschutzorganisation Arche for Dogs e.V. zu uns gekommen ist. Doch was hat er in den 2 Jahren vor seiner Rettung Spannendes, Schönes und Trauriges erlebt? Dies ist seine Geschichte. Ein Buch von mir an euch. Alles Liebe, Claudis Welt. Das ist fiktiv erzählt. Schreibt Claudi auch noch dazu, dies ist seine absolut fiktive Geschichte. Ich freue mich aufs Lesen, finde das total toll. Es waren noch mehr Dinge mit dabei, die ich euch dann zeige, auch nochmal eben. Hat Danny noch mit dazugelegt, was ich sehr gut finde. Und David hat da schon gesagt, no, das könnte mal was sein zum Lesen für ihn. So Herr der Ringe mäßig und so, ich werde das auf jeden Fall verwahren. Dann habe ich noch ein paar Postkarten auch dazu bekommen, ne, und die ich dann ja auch für meine Verlosung mache, außer diese Karte nicht. Und die wird, denke ich mal, bei mir mit in den Hintergrund landen. Und das ist Claudi mit dem lieben Sammy und das ist einfach so ein toller Hund. Und ach, da kommen mir irgendwie die Tränen so ein bisschen. So eine schöne Geschichte. Aus der Tierrettung Tiere holen, finde ich total toll. Haben wir auch unsere 2 Katzen von 3. Obwohl, wir haben den anderen vom Nachbarn gerettet. Ist genau dasselbe. Aber Claudi, du wirst bei mir hier hinten, denke ich mal, auch mit reinwandern. Dann habe ich hier noch eine, die letzten Zwerge. Und noch eine Karte, ja, die ich auf jeden Fall dann auch verwenden werde. Und ja, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Also, es gibt auch noch Tassen zu kaufen mit Claudi und Sammy drauf. Das wollte ich nämlich auch nochmal machen. Hab mir jetzt aber erstmal das Buch gekauft und ich finde es einfach schön, halt sie so zu unterstützen. Und ich liebe ihren Kanal. Ich gucke sie fast täglich, es sei denn, ich schlafe darüber ein, dann ist das nicht fast täglich. Und ich liebe ihre Schminkis. Das ist meine absolute Lieblingsrubrik bei ihr. Ihre Fullface-Schminkis und die Adventskalender-Unboxings. Sie ist so ein Herzensmensch, der unbewusst mich zu YouTube gebracht hat. Und aus meiner tiefen Depression heraus. Und ich wollte ihr halt dadurch etwas Danke zurückgeben. Und deswegen habe ich mir auch das Buch gekauft, aber auch, weil ich sie so mag und Sammy. Und ich finde es einfach toll, was sie macht. Und deswegen gebe ich ihr da so ein bisschen zurück, wo sie unbewusst mir auch geholfen hat. Also, ne? Sammylein! So ein toller Hund. Ich liebe seine Ohren. Ich liebe seine Ohren. Ja, und jetzt kommen wir zu SheGlam. SheGlam ist dann halt die Kosmetikmarke von Shein. Ich habe ja auch ein paar Klamotten von Shein. Finde ich die T-Shirts, finde ich total geil. Und ja, wir fangen aber jetzt erstmal an mit Amazon. Ich habe auf eine Palette ein bisschen länger gewartet. Und ich habe sie halt, ich habe von der Firma noch gar keine Lidschattenpalette. Stimmt nicht. Ich habe nämlich eine jetzt auch von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt oder geschickt gekriegt. Und ich habe die ganz günstig bekommen bei Amazon. Ich kann mal gucken, wie viel sie jetzt kostet. Verlinke es euch dann unten in der Infobox. Und das ist eine L'Oreal Palette. L'Oreal Paris Electric Nights. Und ja, über das Packaging reden wir ja nicht, ne? Oder doch? Es ist schon geil. Es ist schon geil und sie hat mich einfach von außen wie von innen angesprochen. Sie hat jetzt auch etwas länger gedauert, zu mir zu kommen. Und ich finde es einfach
Ach, schön, und dann auch noch dieses gestanzte Paris da drin. Ach, guckt euch das mal an. Ich werde jetzt, obwohl die Palette wird eh bei mir bleiben. Da können wir mal swatchen. War halt bei Shein bzw. Shiglam will ich halt nicht swatchen, weil da auch noch was geburtstagsmäßig, also Geburtstagsgeschenke dabei sind. Und was ich davon weitergebe, sage ich jetzt natürlich nicht. Und deswegen wäre es blöd, dann zu swatchen. Ne? Seht ihr dann natürlich, wenn ich auch Schminke davon mache. Aber die sind natürlich schon mal so richtig schön, ne? Diese zwei Farben. Und das ist, wie gesagt, nicht dann doch nicht meine erste L'Oréal-Palette, sondern meine zweite. Und da freue ich mich sehr. Und ich gucke es dann wirklich, wie viel sie jetzt aber Amazon noch gekostet hat. Und dann packe ich es natürlich unten in die Infobox. Und das ist einfach das Packaging, ne? Ich liebe das. Ich habe schon ein paar von diesen Glitzerdingern. Da kriegt man mich immer mit, ne? Ja. Ah. So, dann jetzt kommen wir mal zu Shiglam endlich, ne? Einiges ist bei mir eingetroffen und alles, was ich jetzt hier bestellt habe, dafür habe ich bezahlt insgesamt 30 Euro von Shiglam. Also immer gucken, da gibt es sehr, sehr, nee, ich würde jetzt sagen nicht spottgünstig, aber sehr, sehr günstig Lidschattenpaletten zu kaufen. Ich habe auch Highlighter, ich habe auch Blush und ja, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen. Wie gesagt, ich swatche nicht, weil ich halt auch noch nicht weiß, was gebe ich zum Geburtstag weiter, was behalte ich selbst. Aber ich habe jetzt hier die Awesome Blossom Palette. Ich habe schon ein paar Paletten von SheGlam und ich finde, sie funktionieren total mega geil auf dem Auge. So, die sieht so aus. Schön, ja, ich würde sagen Sommer. Das sind Sommerfarben. Das sind wirklich Sommer, obwohl könnte auch schon Herbst sein. Sie haben Namen, sie haben schöne große Fändchen. Und ja, ich mag dieses Grün. Wie gesagt, ich habe da auch schon welche von. Ich verlinke das euch unten natürlich auch. Ich versuche die jetzt nochmal zu finden. Verlinke sie euch dann unten in der Infobox, ne, was die so alle kosten. Aber wie gesagt, also man findet da echt schöne Sachen. Und vielleicht wird die weiter wandern, vielleicht wird sie bei mir bleiben. Mal schauen. So. Als zweites nehmen wir mal was anderes und da habe ich hier ein Glam 101 Hybrid Highlighter und Blush Duo. Also der wird definitiv bei mir bleiben, weil ich mir den bestellt habe. So. Ja, und Blush und Highlighter in einem. Ja, was kann der liebe Gott denn mir hier? Also. Mo. Wunderprächtig, wunderschön. Ist auch sehr schwer. Und Leute, wenn ihr das bekommt, oh, das ist so butterweich. Wenn ihr das bekommt von SheGlam, das ist eingepackt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Habe ich noch nie gesehen. Wow. Oh ja. Oh ja. Das ist nämlich nicht nur eingepackt irgendwie in Knisterfolie und dann ist gut. Das ist mal richtig in so Styropor eingepackt, aber vom Feinsten, also toll. Ich habe hier, achso, das ist von mir, richtig toll. Also von der, da kann euch gar nichts kaputt gehen. Ne? Also Blush und Highlighter. Dann habe ich als nächstes, ach komm, mal machen wir den hier. Das ist ein Cosmic Crystal Mousse Blush. Also ein Mousse Blush fand ich sehr interessant. Der sieht dann so aus. Und es ist wirklich halt sehr hochwertig, muss ich echt sagen. So, also ein wunderschöner Blush, schöne Farbe. Ja. So, dann kommen wir mal wieder zu einer Palette, oder würde ich sagen. Ich habe hier so ein kleines Schätzchen. Fand ich jetzt auch sehr schön und auch erinnert mich an die von Natasha Denona oder. Sag mal schnell, von Catrice. Genau, Five in a Box. Nee, doch, Five in a Box. Glam 101, SheGlam Eyeshadow Palette. Passt natürlich hier zum Highlighter und Blush. Oh ja, so. So rum wird ein Schuh raus. Machen wir auf. Ist gut zugeklebt. Klauen kann ja das hier keiner, ne? So,
das ist diese Palette. Wirklich auch sehr schöne Farben drin. Frühlingshaft, aber auch für einen Spätsommer, Herbst so, ne? Ja, sehr, sehr schöne Farben. Ich liebe ja Grün und ja. Wie gesagt, ich kann mich da ganz schwer entscheiden, welche ich behalte und welche dann zum Geburtstag geschenkt werden. Oh mein Gott, es wird mir nicht einfach fallen. So, wir kommen zu einem Highlighter, der mich ja total angelacht hat und der auch bei mir bleiben wird. Ich bin ja hier so ein Highlighter-Freak und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe das hier hinten nicht hingestellt. Ich glaube, ich muss noch ein drittes Regal haben. Es tut mir leid. Aber irgendwie ist das so. Auf einmal wird das zu viel. Ja, wir packen den jetzt mal aus. Der heißt Moon Map. Ich habe so einen Highlighter noch nicht und ich bin echt gespannt. Swatchen wir den? Wir swatchen den, oder? Schönes Muster. Oh. Hallo. Ich mag so kühle Highlighter. Ja, ist schon schön. Da muss man aber, glaube ich, sehr sparsam mit umgehen, weil sonst siehst du aus wie hier der Zinnmann. Und das muss ja auch nicht sein. Aber es ist halt eine sehr edle Verpackung, ne? Und ey, wie gesagt, ihr könnt da günstig Make-up schießen. Make-up habe ich allerdings noch nie probiert. Ich bin da immer so eher Lidschattenpalettenlastig und sowas in der Art. So, zwei Paletten habe ich hier noch. Und da habe ich, es gibt Horoskope-Paletten. Ich bin jetzt aber nicht nach dem Horoskop gegangen, sondern einfach nach der Farbe. Und das hat mich total angesprochen. Und ja, die gucken wir jetzt. Sie hat halt auch schon ein schönes Packaging, ne? So eine schöne lila eine Palette und ja, wie gesagt, das swatchen wir jetzt auch nicht. Guckt euch das mal an. Ist schon schön. Ist schon geil. Da bin ich mal gespannt, ob der vernünftig funktioniert. Aber eine mega schöne Palette in super tollen lila Tönen. Also wer das mag, wird diese Palette lieben. In den Schutz wieder rein. Und ich finde, She Glam Paletten funzen total auf dem Auge. Total. Und ich denke, das wird nicht der letzte Haul sein da. Da werde ich wohl nächsten Monat mir nochmal so durch den Sale. Also sie haben immer was drunter gesetzt, stöbern. Und jetzt kommen wir zur letzten Palette. Ich habe das ja in diesem schönen Körbchen mir reingetan, ne, was ich von der My Little Box habe. Das ist die Zen Out Shangri-La Palette. Ja, wir haben wieder einiges zum Testen. Und die sieht so aus. Und von innen, ja. Also, was könnte mir mehr zusagen als diese Farben, ne? Blau und Grün. Ja, so eine schöne Palette. Ach, einfach herrlich. Ein Träumchen in Bleu und Grün. Ja. Ach, schön. So, das war mein kleiner Haul für heute. Einmal bei She Glam habe ich bestellt. Dann war ja was Kleines dabei von Amazon. Meine L'Oreal Palette, die eigentlich von außen aber schon sehr angeramscht ist. Die war aber nicht gebraucht. Ne? Und dann halt, ja, habe ich beim lieben Danny vom Pelletier Verlag das Sammy-Buch bestellt und habe noch eine tolle Autogrammkarte davon bekommen von der lieben Claudi. So, meine Lieben, das war's von meinem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Oder haben wir noch irgendwas? Nein. Nein, hier ist nichts mehr. Alles alle. Oder ist da noch irgendwas? Nein. Nein, 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 nein. Das war's. bleibt bitte gesund, passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns morgen dann pünktlich um 10 Uhr zum nächsten Video wieder. Also macht's gut, dicken Knutscher an euch und bis demnächst. Ciao.